Mit Rot. Ich habe eine rote. Was macht die grüne? Ah, okay. Ich weiß nicht, ob der... Ich habe da jetzt gar nicht drauf geachtet. Oh, er hat eine rote. Okay. Grün. Was ist das? Rot. Grün. Rot. Rot ist meins. Dran vorbeigelaufen. Rot. Das ist ja nicht so schwer. Okay. Ups. Okay. Zweimal haben wir ihn noch getroffen. Da war doch irgendwie cool. Da ist er cool. Die blauen kannst du eigentlich voll in die Tonne knüppeln, weil die voll scheiße sind. Mach du mal. Ich möchte gerne die grüne haben. Dankeschön. Da ist noch eine. Ich hoffe mal nicht, dass es eine blaue ist. Meins. Okay, sehr schön. Runde 1 hätten wir dann schon mal geschafft. Nummer 2. Meins. Ich glaube, das ist jetzt hier so ähnlich wie... Wie beim normalen Schluck. Ich wollte nur das Schäfchen haben. Dankeschön. Okay, da ist die nächste Kugel. Finish! Und hier auch. Sehr schön. Okay, blau. Blau. Oh, das war irgendwas mit Laser, glaube ich. Das ist eigentlich so ähnlich wie im dritten Teil bei der Königin da. Königin? Keine Ahnung. Die ist hier. Ach, bei diesem blauen... Das Grün ist, glaube ich, am besten. Sehr schön. So, dann wären wir jetzt bei diesem Endgegner. Bei The End of the Endgegner, der ist echt ein bisschen scheiße. Der Boden löst sich auf und der Boden ist weg. Alles voll Lava.
Wow, das war knapp. Auf jeden Fall, wir können ja keine Schäfchen mehr einsammeln. Wow! Weil es hier halt keine gibt. Oh, wir haben es geschafft. Ich bin ein bisschen sprachlos. Ich habe gedacht, es wäre schwieriger. Wir können dir gar nicht genug danken, Spyro. Jetzt musst du wohl gehen? Ja, das wäre besser. Sie vermissen mich sicher in den Drachenwelten und ich brauche jetzt meinen Urlaub mehr denn je. Bevor du gehst, will Geldsack dir sicher noch was geben, glaube ich. Hm, das will ich ganz und gar nicht. Jäger? Spyro, Geldsack tut es leid, dass du so viel zahlen musstest auf deinem Weg durch Avala. Diese Edelsteine sollst du als Belohnung für deine Hilfe behalten. Wow, danke. Sparks, kannst du sie nehmen? Das nicht nur eben die neuen Koordinaten eingeben und fertig. Jetzt kannst du zum Drachenufer gehen, Spyro. Warum kommt ihr nicht mit? Ich wette, ihr könntet einen Urlaub gebrauchen. Ich fürchte, das geht nicht, Spyro. Repto mag weg sein, aber er hat hier viel Schaden angerichtet. Das Aufräumen wird Wochen dauern. Vergiss nicht, dass du jederzeit vom Drachenufer nach Avala zurück kannst. Naja, okay. Komm, Sparks, wir müssen noch eine Menge Urlaub nachholen. Jo! Was soll ich sagen? Ich habe natürlich nicht mitbekommen, was die jetzt am Ende gelabert haben, weil die CD wieder am Rumspacken war. Jo. Was soll ich sagen? Ich sag jetzt schon mal mein Resümee. Wird auf jeden Fall noch ein paar Parts geben. Ja. Mein Lieblingsteil der Spyro-Reihe. Weil Teil 1 ist halt Teil 1, Teil 2 ist richtig geil und Teil 3 ist schon mehr nicht mehr so ganz Spyro-mäßig, aber der zweite Teil, der bringt dieses Feeling, sag ich jetzt einfach mal, am besten rüber. Also es ist einfach mein Lieblingsteil. Bam. Ich kann euch nicht ganz genau sagen, warum, aber es ist halt, das bringt es irgendwie besser rüber. Ich weiß nicht. Viele sagen vielleicht, dass der dritte Teil der beste Teil ist, weil es da halt so viele Möglichkeiten gibt, was zu machen, aber ich finde hier die Atmosphäre einfach besser. Jo, ist jetzt nicht so mega schwer. Mal sehen, wie ich mich dann noch bei den Könnerpunkten schlage. Jo. Steuerung, wie immer, supi. Musik, wie immer, supi. Also es gibt eigentlich nichts, was an dem Spiel hier schlecht ist. Ich weiß gar nicht. Letztes Mal hatte ich mich irgendwann mal total aufgeregt. Das war halt einfach nur, weil das. Also manche Aufgaben sind schon ein bisschen knifflig, aber sagen wir mal, 90% des Spiels ist einfach. Und es gibt jetzt auch nicht so überversteckte Edelsteine, weil wir haben ja auch immer noch Sparks, die uns helfen kann. Von daher, ja. Ich finde das auch cool. Ich glaube, das ist die gleiche Melodie wie beim ersten Teil aus dem Abspann. Finde ich voll schön. Jo. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch erzählen soll. Ah, da war Stuart Copeland. Das war der, der die Musik gemacht hat. Spyro-Design bei Charles. Ach genau, ich hab. Ja, wir müssen ja eh gleich nochmal in Dings. Also ich glaube, wir kommen nicht direkt zum Drachenufer. Sondern wir kommen erst nochmal in die Wintertundra. Und zwar habe ich ja letztes Mal gefragt, warum da irgend so ein Name an der Wand steht, an der Tür. Und zwar sind das entweder Designer von Spyro oder die Kinder eines Designers von Spyro. Irgendwie sowas war das. Das ist so ein Easter Egg.
falls euch das interessiert. Ich habe da mal ein bisschen gegoogelt, als ich das gestern gerendert habe und da ist mir das halt aufgefallen. Doch, wir sind erst beim Drachenufer. Hau ich mir noch ein paar Gummibärchen rein. Ja, 3 Stück. Rindsteine gibt es ja, glaube ich, keine. Gut gemacht, Spyro. Tritt ein in den Drachenuferpark. Übrigens, wenn du 10 Gutscheine gewinnst, kannst du ins Theater gehen. Ach genau. Gucken. Extra Punkt. Da haben wir es doch. Okay, wir sehen nicht, was wir machen müssen. Wir sehen nur, was wir gemacht haben. Katzenmaus-Quartett? Ach Mist. Ich habe gedacht, wir würden jetzt sehen, was uns fehlt. Das ist blöd. Da muss ich mal Dennis bitten, mir rauszuschreiben, in welchen Leveln es Könnerpunkte zu holen gilt. Ja. Genau. Können wir hier schon hin? Ja, können wir. Und das ist das Feuer, von dem ich gesprochen habe. Ja, es ist halt endlos die Superfeuerkraft. Sammle ich aber noch nicht ein, erst wenn ich das brauche. Komm näher, Spyro, und schau, was wir heute für dich haben. In dieser Bude findest du die übelsten Kreaturen, die du je gesehen hast. Ja. Hier ist ein Baseball zum Spucken, Sportsfreund. Ziel, schieß und sieh zu, wie diese Kreaturen ins Wasser fallen. Aber keine Sorge, es tut ihnen nicht weh. Ja. Ich glaube, wir können so nah wie möglich davor stehen, wie wir wollen. Oder auch nicht. Gib mal her. Jetzt ertrinkt er schön. Hey, das war ganz schön lustig, oder? Nimm diesen Gutschein dafür, dass du so ein guter Schütze bist. Prum. Okay, wen haben wir hier? Oh, so ein. Ich will nicht, dass sie da reinfällt. Die waren süß. Das ist ganz schön einfach, oder? Hier hast du noch einen Gutschein. Hört direkt schon den Typen. Den nächsten am Rummeckern. Der Koch. Oh, der ist aber ganz schön schnell runtergeflogen. Wow! Du bist echt ein toller Schütze! Hier, das ist mein letzter Gutschein! Brumm. So. Wo gehen wir denn als nächstes hin? Machen wir mal hier das hier, weil das ist, glaube ich, das Schwerste. Willkommen zur Drachenufer-Achterbahn! Aber wir fahren hier nicht nur. Wenn du während der Fahrt alle Ballons platzen lassen kannst, wartet ein Gutschein auf dich.
Fertig? Ja. Pass auf die anderen Wagen auf. Die Bahn ist ziemlich voll heute. Alle Ballons platzen lassen. Wird gemacht. Ist recht genau. Ich glaube, es gibt jetzt zwei Runden. Ja, es gibt zwei Runden. Das war die einfache Runde. Gut gemacht, Drache! Hier ist ein Gutschein für dich. Okay, ich lege diesen Schalter um und du kannst auf noch drei Bahnen fahren. Mal sehen, ob du auch auf denen die Ballons platzen lassen kannst. Ja, sie schaddert. Pass auf die anderen Wagen auf. Die Bahn ist ziemlich voll heute. Alle Ballons platzen lassen. Okay, jetzt können wir an diesen Dingern da abbiegen. Bäm! Oh. Ich möchte das nicht hören. Okay, ich muss dann beim nächsten Mal... Nicht schießen? Ich dachte, wir könnten schießen. Na gut, dann können wir halt nicht schießen. Mr. Turtle krabbelt gerade wieder auf den Landteil. Jetzt nicht mehr. Hat sich dann doch umentschieden. Ich meine. Wow, ich meine, man könnte hier noch schießen. Gibt bestimmt drei Runden. Nein! Probleme mit dem Wagen, was? So. Hier gibt's drei Stück. Hier gibt's drei Runden, meine ich natürlich. Hey, nicht schlecht. Hier ist noch ein Gutschein. Prung. Noch ein Durchgang und du hast es geschafft. An deinem Wagen ist eine Kanone dafür. Und du musst auch auf die Ballons schießen. Willst du es versuchen? Ja, und ob? Pass auf die anderen Wagen auf. Die Bahn ist ziemlich voll heute. Ja, ja. Alle Ballons platzen lassen. Schön, dass ihr uns auch erklärt, wie wir das auslösen. Mit Kreis. Ich habe jetzt ein... Hallo, ich habe nach andere Seite ge... Wow! Na gut, dann machen wir erstmal den normalen Weg. Oh, das war knapp. Gut, dann werden wir jetzt gleich abbiegen. Weil ich eigentlich damit gerechnet habe, dass uns hier einer entgegenkommt. Nein, ich bin drüber gesprungen. Müssen wir halt nochmal da lang. Da.
wunderbar. Ist da gleich nochmal am Ende einer? Oder auch nicht, das war, glaube ich, eben der eine rote, den ich gesehen habe. Noch 10 Stück. Okay, jetzt ist nur noch der eine rote. Nein, wir müssen noch mal hier lang fahren. Können wir eigentlich... Oh, schade, können wir... Wir können leider nicht springen hier. Jetzt erst wieder. Wäre lustig gewesen. Okay, wir wollen jetzt noch mal nach links. Yes! Sehr schön. Wow, du bist ein Naturtalent! Du hast die Achterbahn gemeistert. Hier ist mein letzter Gutschein. Okay. Dann. Hier oben gibt es, glaube ich, nur einen. Oder zwei. Mal sehen. Umsonst, umsonst, umsonst. Keine Anzahlung und keine monatlichen Raten. Dafür gebe ich dir einen Gutschein. Ich kann dir nur einen geben, aber du darfst so oft fahren, wie du willst. Ich will eigentlich nur einmal fahren. Spring auf, mein Freund. Mal sehen, neben wem wir sitzen. Ich möchte gerne neben so einem großen sitzen. Verpiss dich. Jetzt kommen wir bestimmt. Ah, das ist auch okay. Hier ist dein Gutschein, wie versprochen. Wenn du 10 hast, geh mal ins Theater von Drachenufer. Ja, bin ich ja schon so halb auf dem Weg. So, jetzt müssen wir hier... Hi, Spyro. Ich habe gehört, dass du ein ganz guter Schütze bist. Willst du mal meine Wurfbude ausprobieren? Ey, jau! Okay, ich stelle die Uhr für dich. Jo, Manni, mach das. Sauber. Guter Schuss. Hier ist ein Gutschein. Brumm. Bereit für die nächste Runde? Jo. Okay, ich stelle die Uhr für dich. Das war einfach. Guter Schuss. Hier ist ein Gutschein. So, was jetzt? Bereit für die nächste Runde? Jo. Ja, du stellst die Uhr für mich. Das war schon ein bisschen knapper. Toll! Hier ist mein letzter Gutschein. Dann gehen wir zum Theater. Nun, Spyro, heute ist dein Glückstag. Du hast es geschafft.
genug Gutscheine für das berühmte Theater von Drachenufer zu gewinnen. Komm rein und genieß die Show. Wie geht's denn hier? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Gehen wir mal rein. Ach so. Sind die ganzen Sequenzen. Ja gut. Wir brauchen Urlaub. Ich habe einen Drachen. Ich bin ein Faun, du Trottel. Keinen Drachen. Super. Dann mal los, kleiner. Buh, Schluck Mittagessen. Du hast es geschafft, ihr kleinen Narren. Was? Wieder? Komm, Sparks. Ja. Gut, dann gehen wir gerade mal zurück in die Wintertundra. Und dann zeige ich euch, was ich meine mit dem Namen. Nee, andere Richtung. Und zwar sehen wir hier einmal Brenda. Und wenn wir in den Sommerwald fliegen, sehen wir da nämlich noch einen Namen. Der ist aber nicht ganz so offensichtlich wie der hier. Und zwar steht da Brian, falls ihr das lesen könnt. Also B R Y A N. Brian und Brenda. Ja, ob das jetzt Designer waren oder ob das die Kinder der Designer waren, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, aber so habt ihr auch mal ein kleines Easter Egg gefunden im Spiel, wo ich selbst nicht wusste, dass es das gibt und ich es nur durch Zufall gesehen habe. Ja, ich hoffe, euch hat die heutige Aufnahme gefallen. Es wird noch eine Aufnahme kommen, und zwar, wie ich die letzten Körnerpunkte hole. Ja, ich hoffe, euch hat die heutige Aufnahme gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!